Leute, was geht ab? Hier ist wieder Berman und Gabriel am Start mit einer Folge zu Sonne und Mond, nämlich im Anything Goes. Entschuldigung, dass ich euch jetzt einfach so reinschmeiße, aber ich wollte einen Kampf gegen den guten Barry und soweit ich weiß, nimmt er auch gerade auf. Und deswegen, ja, kurz zu meinem Team. Ich habe hier Life Orb Mega Ray, SD Arceus, dann Life Orb Pharamoster, was ich ziemlich hate finde, das Mann. Dann Xerneas mit genug Speed Investment, um einen Base 100 Choice Scarfer zu outspeeden nach einer Geomancy. Dann Primal Groudon als Rocker mit Spidef, damit ich nicht von Xerneas gesweept werde. Und dann noch ein Lustrous Orb Palkia, weil ich das absolut gut finde. Und Thunder Wave trotzdem noch einer der besten Moves in Game ist. Ja, er hat Tapu Koko, was ich ziemlich heat finde. Hier so ehrlich bin. Ich will allerdings gegen sein Team definitiv Tarnsteine aufbekommen, deswegen lead ich mal mit unserem Primal Groudon. Er hat definitiv auch mehr Mons als ich hier am Start, mehr neue. Er hat Mega Ray und Ho-Oh als alte Mons. Mega Ray einfach, weil es Mega Ray ist und jeder Bock hat Mega Ray zu spielen, wenn wir mal ehrlich sind. Und Mega Ray halt so broken ist, dass du ohne das, wenn der Gegner Mega Ray hat, gar nicht gewinnen kannst. Aber das ist ja okay. Ja, ich glaube, soweit ich weiß, dass er Didi Mega Ray ist. Also jedenfalls schätze ich das, weil er mir ein Team geschickt hat, bei dem er Didi Mega Ray war. Es war definitiv ein anderes Team, aber er hat auch Pharamosa. Was ich nice finde. Pharamosa. Und ich habe keine Ahnung, was für ein Typing das Ding ist. Absolut. Er hat keine Arceus. Ich muss ganz kurz schauen, Leute. Was ist das für ein Ding? Wie heißt das Ding? Kann ich es hier sehen? Necrozoma. Okay, dann geben wir es mal ein. Necrozoma. Was ist das denn für ein Mon? Das Ding ist Psychic, hat den Prism Armor. Oh Gott, was macht Prism Armor nochmal? Aber er leadet mit Pharamosa, was ich definitiv Heat finde. Und ich kriege meine Tarnstände auf. Selbst wenn er für High Jump Kick geht, ist es mir egal. Also wirklich. Selbst wenn er für High Jump Kick geht, sollte das Groudon nicht töten. Auch wenn Pharamosa sick as fuck ist. Wir haben keinen Ghost Type. Einfach aus dem Grund, da meiner Meinung nach Ghost Types relativ schwach sind. Wir hacken ihn Turn 1. Easy. Ich habe meinen Groudon definitiv gut trainiert. Wir können hier für die Lava Plume gehen. Vielleicht burnen wir ja was. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Leider nicht. Allerdings will ich den Burn. Ne, ich will den Switch in meinen Arceus. Ganz einfach aus dem Grund. Er geht hier für Roost. War klar, mehr oder weniger. Und ich gehe jetzt hier für den SD. Wenn er mich nämlich burnen will, dann haben wir hier die Lumberry. Und wir kriegen hier die Shadowclaw auf. Es wird ihn zwar nicht töten, das ist ganz klar. Aber selbst wenn er das nächste Willow auch trifft, wird er durch den halbierten Schaden von dem Lunala trotzdem sterben. Und wenn Lunala weg ist, dann haben wir definitiv schon einiges geschafft. Wir können immer noch Extreme speeden und so weiter. Er hat keinen Defogger, das heißt, sein Ho-Oh wird jedes Mal 50% Schaden nehmen. Der Regenerator wird also ausge-X'd. Und wir können mit Life-Orb, wollte ich schon sagen, mit Extreme Speed immer noch einiges an Schaden machen. Es sollte reichen, um Pharamosa zu töten. Jedenfalls hoffe ich das. Geht in Necrozoma. Keine Ahnung, was das Ding macht. Was macht das Ding? Ich gehe mal einfach für eine Shadow Claw. Ich will wissen. Ah, das ist das Ding, das alle Immunities umgeht. Stimmt, da war was. Das heißt, wir gehen jetzt. Ich glaube, wenn es einen sehr effektiven Move abbekommt, dann halbiert es den Schaden. Das heißt, Extreme Speed sollte leicht mehr Schaden machen. Es macht tatsächlich leicht mehr Schaden. Aber er ist Life Orb und er stirbt. Oh Mann. Da ist man halt trotzdem leicht schwächer gegen den Gott der Pokémon.
Aber es ist natürlich nicht gut, dass jetzt hier das Mega Ray drin ist. Ich werde auf jeden Fall für zwei Extreme Speeds gehen. Wenn er nämlich für den Dragon Dance geht, dann sollte ein Extreme Speed nicht töten. Also hoffe ich, mein eigenes Mega Ray. Er ist nicht Life Orb. Das heißt, die einzige Chance, die ich jetzt hier gerade habe, ist in mein eigenes Mega Ray zu gehen, für die Mega Evolution zu gehen und für den Extreme Speed. Bulga von Leibniz. Mega Ray, bulky as fuck. Ah, schön. Pheromosa kommt rein. Ganz ehrlich, ich glaube, das killt. Ich glaube, das killt. Das Ding hat keine Defense. Das Ding hat like zero. Ich glaube, 39, 37? Irgendwie sowas. Geht in sein Tapu Koko. Und ich glaube, es ist schneller, oder? Es sollte schneller sein als wir. Das heißt aber, ich werde trotzdem für Dragon's Ascent gehen. Einfach weil wir es uns nicht leisten können. Ich weiß nicht, was das Ding macht. Ich habe absolut keine Ahnung, was das Ding macht. Und ich kann ohne Probleme in meinen Pheromosa gehen. Wenn er Choice Scarf ist, dann ist er ein Dazzling Gleam. Wenn er in Dazzling Gleam gelockt ist, kann ich mit meinem Xerneas jetzt aussetzen und gewinnen. Und wenn er das jetzt hier so lässt, dann kann ich einfach für Poison Jab gehen und das Ding ausnocken. Mit unserem Pheromosa. Und wir kriegen plus 1 Speed! GG! Plus 1 Speed OP OP. Holy shit, Mann! Was ist denn das? Was ist denn das? Und ich glaube, Poison Jab tötet das Ding auch. Poison Jab tötet das Ding. Easy Poison. Easy, easy Poison. Easiest Poison of my life. Wisst ihr was? Wir gehen hier für die Sub. Einfach, weil wir es können. Okay. Okay, das macht mehr. Das macht mehr. Komm schon, triff. Ja! Holy shit! Das war. Oh, weghexen kann ich noch. Ja! Natürlich freue ich mich, wenn ich am Hexen bin. Wieso denn auch nicht? Ich meine. Hallo? GG. Okay, gut. Ja, also. Wo ich gerade am Überlegen war, dass ich Palkia eine Attacke gebe anstatt Ice Beam, die besser gegen Lunala ist, weil, wie gesagt, jeder Lunala spammt wie nochmal was. Aber ich glaube, da gibt es tatsächlich keine. Es kann nicht wirklich, außer die HP, eine Geist- oder Unlichtattacke. Ich habe Lunala und Solgaleo ganz aus einfachem Grund nicht drin. Ich glaube, dass. Ja, okay, Shadow Claw ganz wow. Ich will aber kein physisches. Ich glaube persönlich, dass Lunala nicht allzu gut ist. Und. Ja, wie gesagt, ich glaube, dass das hier ein vorher solides Team ist. Ich habe es auch versucht anzupassen an das, was ich glaube, dass das jetzige Meta wird. Das Ding ist, glaube ich, Stahlpsycho. Wie heißt das Ding nochmal? Ah, egal. Ich glaube, das ist das Ding, das man ziemlich nah am OU sieht. Das sollte. Das ist noch auf Gen 5, oder? Anything goes. Das sollte Celesteela sein. Steel Flying ist es, okay. Okay. Das heißt, Hydro-Pumpe von Palkia. Es ist Slow as fuck. Und es ist ein besseres Bronzong. Gut, das heißt, wir haben wahrscheinlich E-Killer Arceus wie wir. Wir haben hier Mega Ray. Wir haben hier Primal Groudon. Wir haben hier Xerneas. Pheromosa.
Ja, wir haben effektiv außer. Warte mal, was? Wir haben einen Pokémon-Unterschied. Nice. Ich habe Palkia, während er sein komisches Ding hat. Das heißt, er hat sicherlich auch versucht, sich damit anzupassen. Das Ding ist wahrscheinlich ein Full-Stop gegen Arceus. E-Killer, denke ich mir. Und auch gegen Mega Ray. Holy crap. Das Ding ist gut. Aber nicht gegen Mega Groudon. Und ich glaube, mit Mega Groudon werde ich leaden. Mehr oder weniger. Oder Primal Groudon, besser gesagt. Während er mit seinem Mega Ray anfängt. Ich werde Turn 1 für Stone Age gehen. Turn 1. Hallo, Rayquaza. Wenn nicht, dann haben wir noch. Dann haben wir unser eigenes Mega Ray noch dabei. Er geht für einen D-Dance. Ich hoffe, wir treffen unsere Stone Age. Treffen natürlich nicht unsere Stone Age. Verdammt. Und was ich jetzt machen muss, ist für die nächste Stone Age zu gehen und hoffen. Oh, ich habe das Ding vergessen. Lol. Gut. Ich gehe für Lava Plume. Er geht für Dragon's Ascent. Knockt uns nicht aus. Und wir hoffen, dass wir den Burn bekommen. Burn! Oh, schade. Und ich gehe nochmal für eine Lava Plume. Geht für den Extreme Speed. Und Arceus hier ist ein bisschen bulkiger. Und wir werden definitiv auch für den Extreme Speed gehen. Auf dem Mega Ray. Und er wechselt tatsächlich aus in sein bulky as fuck Viech. Und ich glaube, ich gehe einfach für den SD. Ich glaube nicht, dass das Ding so viel kann. Wir sind bulky, Arceus. Geht für Iron Defense. Hat Lefties, geht für Iron Defense. Alles klar. Gut, das heißt, wir SD'en uns mal auf neben dem Celesteela. Das Ding kann Leech Seed? Okay. Ich gehe mal nochmal für den SD. Einfach aus Prinzip. Er geht nochmal für den Iron Defense, was okay ist. Allerdings kann ich ihn ausstallen. Definitiv. Also, mir macht das nicht sonderlich viel aus. Und ich meine, wir sind bei plus 4. Never mind. Und das macht Zero. Das hat Zero gemacht! Holy crap. Ja, gut. Extreme Sweep macht 60 und Shadow Claw 70. Alles klar. Die Frage ist, wie besiegen wir das Ding? Ich hab absolut keine Chance, das Ding zu besiegen. Ich glaube, ich muss das T-Waven. Ich glaube, ich T-Wave es jetzt. Was macht er? Er geht nochmal für Leech Seed, was komplett okay ist. Ich werde für eine T-Wave gehen. Ich werde das Game so gewinnen. Oder? Ja, doch. Ich werde das Game so gewinnen. Wenn jetzt er geht für Protect, ist okay. Leech Seed Protect, oh mein Gott, Celesteela ist asozial. Er könnte natürlich jetzt theoretisch in sein Groudon wechseln. Aber dann verliert er sein plus 4 und das ist definitiv okay für mich. Ja, die T-Wave geht durch. Geht für Heavy Slam, okay. Wir wahrscheinlich jetzt hier nochmal für ein. Ein Heavy Slam gehen. Oder für Protect. Ich glaube, er geht für Protect. Wir können den Pheromosa wechseln. Und auf seinem Heavy Slam gehen wir zurück in unser Palkia. Dieses Celesteela ist ekelhaft. Dieses Celesteela ist wirklich ekelhaft. Richtig, also wirklich richtig ekelhaft. Wird wahrscheinlich jetzt hier, ja, wieder für Heavy Slam gehen. Und wir können hier einfach für die Hydro Pump gehen und versuchen, das Ding so gut wie möglich zu schwächen. Holy crap! Hat das Ding Spedef? holy crap! Das Ding hat zero Spedef. Ist das Ding so schwach? Es hat 101 Spedef. Ist Palkia so stark? Und wir müssen unsere Hydro Pump. Er geht wieder für Leech Seed. Und ich werde weiter für die Hydropumpen gehen. Das ist unsere Wincon.
Und er wird geparrot. Und wir müssen unsere Hydro Pump. Nice. Ich gehe nochmal für eine Hydro Pump. Auch wenn er jetzt hier für Protect geht, ich muss jetzt in dem Moment für eine Hydro Pump gehen und versuchen, das Ding auszunocken. Es geht nicht anders. Es geht einfach nicht anders. Wenn er jetzt hier die Protect bekommt, nice, er bekommt sie nicht. Und wir verfehlen unsere nächste Hydro Pump. GG. GG, my dude, GG. Gut, also wenn man 4 Hydro Pumps misst und, ja. Oder, nein, ich glaube 3 waren es nur. Und dann bekommen wir sowas. Dann bekommen wir sowas. Alles klar. Alles klar. Gut. Ja. Du solltest das nicht im Anything Goes spielen. Du solltest das nicht im Anything Goes spielen. Ja, wir lassen den. Wir lassen den mal. Geht in seine Incineroar. Sein Incineroar macht absolut zero. Wir können unsere Tarnstelle aufsetzen. Okay, das Ding kann tatsächlich Schaden machen. Auch wenn es nur ein bisschen ist. Aber wir können hier für ein EQ gehen. Das Ding stirbt zwar nicht, allerdings. Ja, er geht für Outrage. Er ist halt wirklich für Outrage gegangen und hat uns Dinky gegeben. Ja. Soll ich den Battle überspringen? Na, er hat Kartana. Ich glaube, Kartana könnte noch ein bisschen was für ihn reißen, aber. Ja. Er hat nur Gen 6 Mons. Hört mir gerade so auf. Na, wir werden schon mal ein anderes Game, oder? Hier ist Karte, ne? Und wir haben Lavaplume. Er geht für Leaf Blade. Das tanken wir leider nicht. Kriegt einen plus 1 Attack Boost. Aber das ist uns egal. Ich meine, wir können für Poison Jab gehen. Oh, warte, das Ding ist Steel. Das Ding ist, wir können für High Jump Kick gehen. Okay. Okay, gerade noch so rausgerissen. Gerade noch so. Wow. Wow. Okay, Poison Jab. Ja, am besten suche ich ein anderes Game. Ich suche noch ein anderes Game. Währenddessen. Ich glaube persönlich, das sieht schon besser aus. Er hat Decidueye und dieses Ding und dieses. Oh Gott. Na, okay. So viel besser sieht es nicht aus. Er hat aber jedenfalls Mega Ray. Und er gibt auf. Ja. Gut. Was setzt er jetzt ein? Er setzt sein Poison Water Ding ein. Das Ding wallt uns sogar relativ okay-ish. Deswegen wechsle ich mal in unser Mega Ray. Ich habe keine Ahnung, was er machen will. Aber. Okay. Ich gehe mal für den Mega und für den EQ. Das sieht mir nach einem okay-ish Team aus. Also, okay, gut. Aber damit muss man rechnen. Ich werde mit Primal Groden leaden. Wir sind auf jeden Fall langsamer als sein gutes, wie heißt das Ding? Kyogre? Ich werde auch unsere Tarnstellen aufsetzen, wenn er für die gehen will. Dann ist es okay. Und er gibt auf. Alles klar, gut. High Jump Kick. Hat er da geschrieben? Okay. Er geht gleich für einen High Jump Kick. Alles klar. Ich werde für Lavaplume gehen, einfach weil meiner Meinung nach das mein bester Zug ist. Er geht für Ice Punch. Lavaplume würde mich eh thorn. Und wir kriegen den Crit auf das Grab. Alles klar. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen auf das Kyogre. Ich habe definitiv das Gefühl, dass Primal Kyogre richtig sick ist. Deswegen habe ich unter anderem auch unser Primal Groudon drin. Ich habe keine Ahnung, in was für einer Art und Weise das ein Konter war. Aber okay. Hier ist das Mon, das er schon vor 2 Runden hätte aussenden sollen. Aber wir haben hier ja einen relativ guten Counter dabei, nämlich unser Palkia. Geht für eine Hydro-Pumpe, misst sie leider. Aber wir können für eine Donnerwelle gehen und auch wenn es 90er Accuracy ist, es ist immer noch einer der besten Moves im Spiel. Und wir können den Draco droppen lassen. Und das macht fast Zero. Aquatail, mega Kyogre. Alles klar. Und was wir jetzt machen können, ist in unser Groudon Primal zurückzuwechseln. Während er wieder eine Para bekommt. Und wir können EQ und das Primal Groudon ist weg. Gut, wenn er in sein Mega Ray wechselt, dann haben wir definitiv ein Problem. Allerdings sehe ich das bis jetzt nicht wirklich, jedenfalls nicht das Kyurem White als Problem an.
Ich werde mal für den EQ gehen, einfach weil ich ihn ein bisschen schwächen will. Wir sind full bedev, das heißt, es sollte auch nicht wirklich ein Problem sein. Und was ich machen kann, ist jetzt hier für die Lava Plume zu gehen. Er geht für einen Zen Headbutt. Keine Ahnung, warum er ein Mix Kyurem B spielt. Kyurem Dingensens spielt. Ich werde auf jeden Fall noch einen Kampf suchen. Sendet hier sein Mega Ray auf. Das kann uns definitiv sweepen. Da müssen wir aufpassen. Und wir haben das nächste Full Gen 6 Team. Das ist nicht mal Mega Ray. Okay, das heißt, wir können in Pheromosa wechseln und erstmal U-Turn. Kriegen einen Life Orb Hit, können den Arceus wechseln. Wenn er für Dragon Pulse geht, dann ist es okay. Das ist Specs. Wir können auf jeden Fall für einen SD gehen und jetzt hier den Battle anschauen. Ah, jetzt! Okay! Okay! Er ist nochmal für Dragon Pulse gegangen. Wir können aber jetzt das Ganze mit einem E-Speed beenden. So, und er ist geliefert. Alles klar. Das heißt, wir starten den Timer. Und ich würde mit unserem Primal Groudon wechseln. Leaden. Er wechselt in seinen Raikou. Wir gehen nochmal für E-Speed und knocken das Ding auch aus. Nice. Nice, nice, nice. Und gut, dann suchen wir mal noch ein Game. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr amüsant. Gut, Tapu Lele. Und er gibt auf. Alles klar. Ich will nur ernsthafte Matches, Leute. Leute, ich will ein bisschen ausprobieren. Ich will Pheromosa ausprobieren. Ob es in Ubers viable ist. Und er hat zerlandet. Okay, aber das sieht mir nach einem Team aus, das nicht gut ist. Verdammt. Gut, also ich würde wieder mal mit unserem Primal Groudon leaden. Und was ich gelernt habe, Primal Groudon definitiv für das Ding aufzuhalten. Er ist Fire Poison, das heißt ein EQ wird ihn definitiv ausnocken. Und so wichtig sind Tarnsteine gar nicht. Geht für das Sludge Bomb, kriegt vielleicht die Poison, kriegt er nicht und sein Zerlandet ist gone. Der Fate Master hat aufgegeben. Ich finde das Ding ist so scheiße. Es ist einfach ein extrem gutes Mon, aber es hat extrem wenig Speed, eine Vielfachschwäche zu Flug und hat immer noch, wenn es weniger als 50% sein Leben hat und es angegriffen wird, die Fähigkeit, dass es dann ausgewechselt werden muss. Also ja, es ist definitiv nicht gut. Wechsel in seinen Necrostoma. Ich werde auf jeden Fall für eine Lava Plume gehen, um eventuell den Burns drauf zu bekommen. Geht für Psychic und deswegen, deswegen. Die Ultra Beasts sind zwar gut, aber ich glaube nicht, dass die Ultra Beasts besonders gut sind. Wenn man das mal ansieht. Pheromosa hat zu wenig Angriff, um in Ubers was zu reißen. Und ihr habt ja den Damage von meinem Palkia auf dem anderen Ultra Beast gesehen. Also ich glaube nicht, dass höchstens Pheromosa. Pheromosa könnte in Ubers viable sein, aber ich sehe es nicht. So, also er hat hier einen kompletten Stopp gegen unser Pheromosa. Und ja, unser Xerneas hat allerdings auch nur HP Dark gegen das Ding. Hat auch eher ein OU-ish Team. Wahrscheinlich ist das hier sein Mega und deswegen ist es Ubers. Wir wechseln auf jeden Fall, wir leaden auf jeden Fall mit unserem Groudon. Während er mit seinem Chomp leadet, soll er definitiv machen. Ich werde auf jeden Fall mit unserem Groudon für unsere Rocks gehen. Und werde dann. Ich werde auf jeden Fall nicht in unser Ray gehen. Groudon ist so ein guter Stopp gegen Aggislash. Deswegen würde ich es sehr, sehr gerne behalten. Mega Ray ist auch gut gegen sein Team. Allerdings nicht so gut. Xerneas sweept im Potenzial. Pheromosa ist nicht gut, da er sein Aggislash hat. Deswegen sag ich mal unser Pheromosa. Er geht für einen EQ und wir überleben tatsächlich. Okay. Und ich gehe auf jeden Fall für einen High Jump Kick. Wir würden sowieso nach einem U-Turn dadurch sterben und wenn er jetzt in sein Aggislash wechselt, dann wäre das okay gewesen. Er wechselt in sein Rotom und das ist gone. Das Rotom ist einfach gedroppt. Das Rotom ist straight up gedroppt.
den Zen Egger Slash. Definitiv okay. Ich kann unser Pheromosa noch saven. Und ich glaube, Egger Slash kann Dings. Kann Will-O-Wisp. Deswegen, er wird zwar nicht dafür gehen, aber er kann es potenziell. Geht er wahrscheinlich für die Shadow Sneak. Yep. Und was wir ganz klar machen können, ist für eine Lava Plume zu gehen. Auf dem Eggie. Wenn er in das Guardchamp wechselt, dann ist es okay. Wenn er für Kingsteel geht, ist es definitiv auch gut. Wir können trotzdem Lava Plume drücken, weil die Burn Chance definitiv zu gut ist. Und wie gesagt, wenn er in sein Guardchamp wechseln will, dann haben wir die Chance auf einen Burn. Und wenn er geburnt wird, und das macht extrem viel Damage, dann haben wir eigentlich nicht viel zu befürchten. So, wir können im Moment unser Pheromosa sacken. Das droppt. Und er geht für eine Dragon Claw mit seinem Guard Jump, was definitiv okay ist. Wir können allerdings in unser Arceus wechseln und erstmal für eine SD gehen. Ich hoffe mal, dass er nicht Dragon Tail ist. Er ist EQ. Komplett okay, wir gehen für einen E-Speed. Und wenn er in sein Aegislash wechselt, dann werden wir definitiv... ist sogar ein Tank Jump. Wie gesagt, wenn er in sein Aegislash geht, dann wäre das definitiv auch okay mit uns. Wechsel in sein Decidueye, das heißt, wir können hier einfach ohne Probleme Shadow Sneak drücken. Shadow Claw drücken. Dark Yagami Gabriel. What? Also die Shadow Claw wird ihn definitiv für plus 2 töten, selbst wenn er die Anti-Bärde hat. Könnte natürlich Scarf sein, was er aber nicht ist. Und ja, ich sehe jetzt nicht wirklich einen Mon, das ihn retten kann. Ich könnte Satoshi Greninja spielen. Aber ich glaube nicht. Ist die Fähigkeit schon released? Nee, die Fähigkeit ist leider noch nicht released. Er gibt auf. Gut. Ich will einfach nur ein paar Battles mit unserem... Habt ihr das gesehen, wie das Rotom gedroppt ist? Straight up dead. Einfach tot. Okay. Er hat ein Lunala. Weswegen wir gerne Tarnsteine aufkriegen wollen. Ich werde deswegen auch mit unserem Primal Groudon. Und Primal Groudon ist richtig gut in dem jetzigen Meta mal wieder. gut. Ja, Tarnsteine sind wie gesagt extrem gut für Lunala. Geht für einen Baneful Bunker. Tarnsteine werden davon leider nicht, zum Glück nicht affected. Wir können hier für einen EQ gehen. Und er setzt T-Spikes auf. Okay, gut. Gut, kann er definitiv machen. Wird dafür protected. Und ja, wir haben ihm nicht genug Schaden gemacht, dass er zu seiner Custap, schätze ich mal, gebracht wird. Von dem her sind wir fein raus. Er wechselt in Lunala. Soll von mir aus definitiv okay sein. Wir haben nämlich unser Never Ending Night. Das nenne ich mal Damage. Das nenne ich Damage. Definitiv, das ist Damage. Wir brauchen unser Groudon aber auch nicht. Geht für einen Spukball. Knockt uns nicht aus. Okay. Wir kriegen einen Burn auf dem Lunala. Und wir können eigentlich unser Groudon saven, oder? Oh, Never Ending Nightmare! Das war die Z-Attacke! Okay. Okay, okay. Okay. Ich will die Z-Attacke. Ich weiß schon, was wir in der nächsten Folge machen. Die Z-Attacken habe ich ganz vergessen. Wir können effektiv für Poison Jab gehen. Oder? Oder? Sollen wir? Wir können nicht mal die Mega mit unserem Ray bekommen. Arceus wäre auch schwachsinnig.
Ich glaube, unser bester Zug ist tatsächlich in unser Pheromoster zu gehen und einfach U-Turn zu drücken. Wir können optional auch subben. Aber dann könnten wir gleich Poison Jab drücken. Weil er sehr, sehr wahrscheinlich. Ja, weißt du was? Wir U-Turnen einfach. Ich glaube nicht, dass er drin bleibt. Ich glaube, dass er drin bleibt. Deswegen hätte Sub absolut keine Chance. Wir kriegen zwar den Speed Boost, wechseln aber aus in unser Mega Ray. Um sein Ding hier auszubekommen. Wie sind denn die Z-Attacken? Alorachi. If Holder is on a Lowland Raichu with Thunderbolt, it can use Stoked Spark Surfer. Das ist Dark Sea Valley. Hat das gleiche Speed hier wie wir, was ich ziemlich interessant finde, aber ich glaube nicht, dass es einen Dragon Ascent aushält. Nope! Nope! Und er disconnected. Ich hoffe einfach gerade im Moment nur, dass wir halbwegs gute Matches bekommen. Und das sieht mir wieder nach. Oh Mann. Gut. Ich sehe nichts, was einen Dragon Ascent überlebt. Oder was irgendeine Attacke von Mega Ray überlebt. Außer das Hippo. Oder irgendwas, das Arceus tanken kann. Okay. Ich werde trotzdem mal mit Primal Groudon leaden. Einfach, falls er mit seinem Hippo leadet und sein Hippo ist das einzige Mon, das eben eine Attacke von unserem Mega Ray aushält, können wir sofort für die Lava Plume gehen und da erstmal einiges an Schaden aufbekommen. Ich werde auch jetzt für die Tarnstelle gehen, wenn er nämlich drin bleibt, dann werden wir auf jeden Fall weiter Lava Plumen. Und anscheinend war das ein Mineral, den wir bekommen haben. Nice. Und ab jetzt kann ich effektiv einfach Dragon Ascent mit unserem Ray drücken und gewinnen. Ja. Manchmal ist es halt so einfach. So, der hat hier zu Inactivity verloren. Er wechselt sogar in sein Lycanroc. Das einzige Mon, tatsächlich die einzige Flying Resistance, die er hat. Gibt für Stone Edge Mist. Ich bin auch noch Ground-Type, das weißt du, oder? Aber ich muss zugeben, er hat auch kein anderes Mon, ja. Und gibt auf. Gengar hat, also manche Mons haben schon die neuen Fähigkeiten. Das sieht nach einem Match aus, das halbwegs spielbar ist. Vielleicht? Ich werde auf jeden Fall wieder mit unserem Primal Groudon leaden, damit wir eben mit den Tarnsteinen sein Lunala brechen. Kannst du erstmal für die Tarnstände gehen. Oder? Will ich für den. Ne, ich gehe für den EQ. Was unser EQ nämlich macht, ist. Wieso geht jeder für Bindful Bunker? Ey, sie gehen alle Runde 1 für Bindful Bunker. Ich habe keine Ahnung, warum sie das tun. Es sind freie Tarnsteine für Primal Groudon. Und diesmal weaknen wir ihn ein bisschen mehr. Jetzt kann ich für Tarnstände gehen, selbst wenn er die Cast-Step nämlich hat. Hat sie zwar nicht, aber ist okay. Geht hier für den Double Toxic Spike. Ich verstehe, manche Leute verstehe ich nicht. Tatsächlich. Ich werde auf jeden Fall weiter für EQ gehen. Er hat keine Immunity oder sonst irgendwas, das gerne in den EQ switcht. Groudon ist übrigens ein Spideff. Groudon ist gut gegen Lunala. Es ist extrem sick gegen Solgaleo. Außer der Tatsache, dass Solgaleo EQ hat. Solgaleo finde ich definitiv stärker als Lunala. Auch wenn Lunala trotzdem noch gut ist. Vor allem, weil so wenig Leute Hazards gerade im Moment spielen. Oder ein Flying Silvally. Schön, dass wir drüber geredet haben. Destroyed. Gut. Ich finde, das Silvally ist gar kein schlechtes Mon. Allerdings sehe ich es mit den Stats, die es hat. Okay, geh in das Mon, das mir am besten hilft, auch wenn du EQ hast. Ich mach trotzdem holy shit, wie viel Schaden. Er wird wahrscheinlich nochmal für EQ gehen, allerdings haben wir leider keine Flying Resistance. Deswegen bleiben wir mal drin. Und gehen in unser Arceus. Ganz ehrlich, ich sehe nicht wirklich, ich glaube ist er Choice? Nein, ich glaube nicht, er ist Choice. Ich kann auf jeden Fall hier für den SD gehen. Er geht für Iron Head. Wir kriegen unseren SD auf. Und können eigentlich jetzt ganz easy für einen E-Speed gehen. Magiana ist das einzige Mon, das nicht ausgenockt wird.
Und er kennt das auch. Souverän. Ich werde trotzdem ganz einfach. Nein, wir werden trotzdem für den E-Speed gehen. E-Speed macht mehr Schaden. Das ist definitiv fürs Dev. Aura Sphere, wir gehen definitiv für den Recover. Geht nochmal für Aura Sphere, wir können nochmal für SD gehen. Damit wir mehr Schaden mit unseren Attacken machen. Er, Call Minded hoch. Okay, ich kann ab jetzt nochmal für E-Speeds gehen. Zwei E-Speeds knocken ihn leider nicht aus. Na egal, ich werde trotzdem für den Crit gehen, einfach falls es doch so sein sollte. Und was wir jetzt machen können, ist in unser Mega Ray zu wechseln. Er ist auf jeden Fall nicht schneller. Und wir gehen für die Mega Evolution und den EQ. Keins seiner Monster wird eine Attacke von Mega Ray überleben. Auch nicht das Lunala. Destroyed. So, ich schätze mal, er wird jetzt in sein Lunala gehen. Ja. Und wir können für Shadow Claw gehen und das Lunala ausnocken. Wir haben Shadow Claw nämlich nur für Lunala drauf. Und Ferromosa wird durch einen E-Speed ausgenockt. Und das ist GG. Ferromosa wird durch Flying Types noch gewollt. Das ist die einzige Schwäche von Ferromosa. Und der einzige Grund, warum ich es sehen könnte, dass es nicht ins Ubers kommt. Aber ich glaube schon. Doch, definitiv. Gibt es eigentlich eine Ladder? Gibt es wirklich eine Ladder? Ich sehe nur Geomancy und Moonblast. Nice. Okay, Palkia ist definitiv schneller als Ray. Das heißt, ich kann ohne Probleme mit unserem Palkia leaden und einfach für einen Ice Beam gehen. Das ist trotzdem doppelt effektiv. Deswegen. Er geht sogar für einen DD. Oh ja, stimmt, die Megas sind ja gebufft worden. Da war was. Die Megas sind gebufft worden. Geht für einen Dragon's Ascent, das knockt uns ganz klar aus. Wir können unser Arceus gehen und Extreme Speed drücken. Geht selbst für seine Extreme Speed Critted natürlich. Und ja, ich glaube nicht, dass wir gegen 6 Mega Rays eine Chance haben. In irgendeiner Form. Ach, er kann nur 5 Mega Rays haben. Da war was. Okay, was wir jetzt machen können, ist in unser Primal Groudon zu gehen. Und hier Tarnsteine aufzusetzen. Okay, ist immer noch Life Orb. Was ich machen kann, ist jetzt in unser Ferromosa zu gehen. Das macht eh nichts, effektiv. Und ihm noch einen Life Orb Hit reinzudrücken. Er wird jetzt definitiv für Extreme Speed gehen, unser Ferromosa ausknocken. Was ich definitiv machen kann, ist jetzt in unser Groudon zu gehen und nochmal einen Hit zu tanken. So, was ich jetzt machen kann, ist in unser Mega Ray zu gehen und für ein Extreme Speed zu gehen, um das Ray auszunocken. Seins. Und das Mega Ray wird wahrscheinlich auch droppen. Droppt nicht. Schade. Aber ist okay. Er wechselt jetzt in sein eigenes Ray. Wir gehen natürlich für einen Dragon's Ascent. Wenn der für den Extreme Speed geht. Wow, ich verliere tatsächlich gegen 6 Rayquazas. Wow. 6 Rays, Extreme Speed too strong. Ich gehe auf jeden Fall für eine Geomancy. Es ist mein einziger Zug. Er geht für den Extreme Speed und 2 werden mich definitiv ausnocken. 2 weitere. Schade. Verlieren gegen 6 Mega Rays. 6 Rays. Schade. Haben hier
the heck? Was ist das denn? Hätte ich das gewusst, dass hätte ich nicht vergessen, dass er nur einen Mega Ray hat, dann hätte Palkia definitiv mehr reißen können. Das habe ich definitiv falsch gespielt. Aber es ist okay, es ist okay. Und alles ist normal auch. Aber gut. Passiert. Okay, Toxapex. Ich vertraue daran, dass dieser Spieler nicht schlecht ist. Und Runde 1 für Protected. Ich vertraue darauf. Das Ding sehe ich auch nicht gar nicht als so schlecht an. Das Ding mit dem Innards-Out. Mit der Innards-Out-Fähigkeit. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich meine, du kannst das Ding mit Minus Defense spielen und dann effektiv einem Gegner ziemlich viel reindrücken. Allerdings ist es auch nichts anderes als Suicide. Also. Ich weiß nicht. Ich kann es mir nicht schlecht vorstellen, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Innards out. Pyukumukyu. Das Ding hat 5 Speed. 5. Like, literally, 5. Das Ding ist das langsamste Pokémon überhaupt. Das Ding ist langsamer als Shuckle. Nein, Shuckle hat auch 5 Speed. Okay, never mind. Jetzt setzen wir den Timer mal. Und ja, das sollte mein letzter Kampf werden, deswegen setze ich mal den Timer. Alolan Exeggutor. Alles klar. Ich glaube auch, eine der wenigen Alola-Formen, die wirklich was können, ist tatsächlich das Alola-Pokémon, das er hat, Mega Vulnona, weil es eben Hail hat. Und worauf ich auch sehr, sehr viele Hoffnungen setze. Moment. Ach, das ist dieser Gras-Fee-Typ. Okay. Moment. Alola. Ist es? Hier ist es. Golem. Ich finde das richtig gut. Ich finde Magnapool Golem. Finde ich richtig gut, tatsächlich. Ich glaube allerdings nicht, dass sonst irgendein Pokémon besonders gut wird. Und ich glaube, der timet aus. Okay, dann suchen wir noch einen Kampf. Wollte ich noch machen. Und, endlich mal was, das man halbwegs ernst nehmen kann. Mit diesen, also jedenfalls diese zwei Mons. Und Cresselia kann ich auch akzeptieren. Hat definitiv eine Daseinsberechtigung. Dragon ist so gut gegen ihn. Aber trotzdem werde ich damit leaden. Das Ding ist Dragon. Dark Dragon? Okay. Okay, ich sehe dich. Ich sehe dich, Guzzlord. Ich sehe dich. Setz aber erstmal meinen Tarnständer auf. Er geht für Draco. Und das macht Zero. Das hat Zero. Literally Zero. Holy crap. Okay, ich gehe mal für EQ. Das war. Was? Okay, das Ding ist definitiv nicht Ubers. Ich kann das Ding nicht akzeptieren. Ich kann das Ding doch nicht akzeptieren. Holy crap. Ist das Ding so schlecht? Das Ding hat 97 Special Attack! Was hat der Typ für ein Investment gehabt? holy crap! Und er wechselt sein. Dude. Das. Da hat der Typ ja länger ausgehalten und das auch nur, weil er Timer gestallt hat. Dude. Gibt's eigentlich wirklich eine Ladder dafür? Es gibt tatsächlich eine Mega Ladder dafür. Wir sind auf Platz 204. Lustig. So, geht in den Smutsdale. Da will ich nicht wirklich drin bleiben. Deswegen wechsle ich mal in mein Mega Ray. Und er wird wahrscheinlich für ein EQ gehen. Geht für einen Focus Blast. Okay. Ich gehe definitiv für Dragon's Ascent. Auch wenn es unsere Verteidigung schwächt. Was ist das nochmal für ein Ding? Ach, das ist das, was gerade drin ist. Okay, nevermind. Wechsel in sein Crash.
Ich glaube nicht, dass Crest 2 Dragon's Ascent überlebt. Nevermind, es überlebt ganz knapp einen. Alles klar. Mega Rayquaza ist so sick. Mega Rayquaza ist einfach nur... Ja, das Bild zeigt eigentlich alles. Das Ding ist so riesig, dass das Pokémon an sich einfach doppelt so... Es wird einfach so weit rechts angezeigt, dass es eigentlich schon mein Gegner ist. Einfach um zu zeigen, egal was du aussendest, ich töte dich. Die Dinger. Mega Ray. Mega Ray ist einfach nur OP. Mega Ray ist einfach nur OP. Das ist echt unlustig. Geht in sein Matzel? Bist du Choice Scarf? Oder was bist du? Nee, gone. Du, das ist ein Mega Ray! 5 gegen 6 Rayquaza verloren. Das Ding ist ernsthaft. Ein Bug genommen. In Bug. Ich will einen ernsthaften Kampf. Jetzt mal ganz ehrlich, ich will einen ernsthaften Kampf. Die Leute nehmen wahrscheinlich ihr gewünschtes Legend Button Eevee. Der Typ hat ernsthaften Eevee. Also, nochmal, der Typ hat ein Eevee. Und er gibt auch, ja. Ich will einen ernsthaften Kampf haben, nur einen. Nur einen. Okay. Das ist auch kein ernsthafter... Hallo? Die Leute spielen Anything Goes. Leute, ihr spielt Anything Goes. Wartet doch, bis Oyu draußen ist. Leute, einer, nur ein Kampf. Nur einer. Das kann ich akzeptieren. Das Team kann ich tatsächlich akzeptieren. Okay. Er hat Mega Ray. Oh, was definitiv schon heißt, dass ich mit Groudon leaden will. Ja. Okay, das heißt, er hat ein Psychic Terrain. Die Frage ist, was macht Psychic Terrain? Ich werde trotzdem mal für Tarnstände gehen. Während er in sein Mega Ray wechselt. Komplett okay. Er hat jetzt gerade hier noch das Airlock. Allerdings will ich nicht, dass er Mega Ray ist. Und selbst wenn ich mein... obwohl, ich will Groudon Primal auch nicht unbedingt zacken. Aus dem Grund, dass er Mega Ray hat. Ich glaube, dass Palkia das Mon ist, das am expandablesten ist. Deswegen, ja, er geht für Surfer. Und ich werde jetzt erstmal eine T-Wave loslassen, während er eventuell natürlich in sein Mega Groudon geht. Geht aber in sein Xerneas. Und das ist definitiv ein geparrotes Xerneas. Kann aber hier den Switch back in mein Groudon Primal ziehen. Wenn er geparrot wird, okay, ist... kann ich definitiv so akzeptieren. Finde ich sogar gut. Und ich werde für eine Lavaplume gehen. Die Sache ist, wenn er in sein Mega Ray wechselt, was ich zum Teil glaube, dann sollte das geburnt werden. Oh. Thanks, mate. Okay. But it has to be tested in game. Okay, ich kann nochmal für die Lavablume gehen. Wie gesagt, es tötet das Xerneas und ich glaube eh nicht, dass ein EQ ein Xerneas von voll tötet. Glaube ich nicht. Wenn ein Mega Ray wechselt, dann bin ich eigentlich schon fast dazu verleitet, dass ich noch mit meinem Mega Groudon, meinem Primal Groudon drin bleibe. Einfach wegen der Tatsache, dass wir jetzt einmal für eine Lavaplume gehen können. Und letztes Mal habe ich mein Palkia als initiellen Switchen gezeigt. Hier, oh, kein Burn. Schade.
Und ich kann stacken. Ich kann stacken. Surf tötet mich nicht und die Stone Age sollte ihn ausnocken. Nice. Nice, definitiv nice. Primal Groudon. Könnte ich als Deathfodder behalten. Könnte ich definitiv als Deathfodder behalten. Allerdings. Ja, Felsdinger. Kriegt den. Plus 3 Boost gibt er. Okay, okay. Okay. Never mind. Ich kann trotzdem immer Mega Ray wechseln und für die Mega Evolution Extreme Speed gehen und das Beedrill stirbt. Das Beedrill wird straight up droppen. Yup. Wir haben das Mon, das wir weg haben wollten, weg. Kartana ist kein Problem, weil das Ding ja zum Teil Stahl ist. Und ich glaube, ab dem jetzigen Moment gewinnt effektiv schon unser Anything Goes Dingy. Terrain halves priority damage. Ich habe keine Ahnung, was es macht. Ich habe absolut keine Ahnung, was es macht. Er ist jetzt in seinem Tapu Lele. Und ich werde definitiv in den Dragon's Ascent gehen. Oder? Oder will ich? Ne, ich werde den Xerneas wechseln. Was ich mit unserem Xerneas machen kann, ist, ich kann unsere Geomancy aufsetzen und dann das Groudon angreifen. Und sobald das Groudon weg ist, gewinnt unser. Oh. Lol. Okay, das ist definitiv nice. Das ist definitiv nice. Aber wie gesagt, ich kann in meinen Xerneas wechseln. Moonblast macht a hell of a lot. Holy crap. Ich kann trotzdem meine Geomancy aufsetzen. Und er kann aber keinen Priority Move benutzen. Das ist schon mal gut. Und ich glaube nicht, dass Moonblast ihn nicht ausnockt. Bezweifle ich. Kann natürlich in Primal Groudon wechseln. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das Tapu Lele stirbt. Es ist nicht dieses Tapu Fini Dingsen. Das wird definitiv nicht sterben. Wenn es Max Bedarf ist, glaube ich. Also das hat definitiv das Potenzial zu überleben, aber 800 Special Attack fast. Ja, und das Tapu Lele ist, soweit ich mich erinnern kann, das Offensivere. Sollte das kein Problem sein. Geht in sein Mega Groudon oder in sein Primal Groudon und wir können hier für Moonblast gehen ohne große Probleme. Und dann mit unserem. Holy! That just dropped! Holy shit! Holy shit. Okay, jetzt will ich sehen. Wie stark ist Kartana? Psychic Terrain ist noch offen. Okay. Okay, wie stark bist du? Kannst du das tanken oder kannst du das nicht tanken? Es kann es nicht tanken. Okay. Titi. Wir hatten tatsächlich noch einen ernsthaften Kampf, der nicht gegen Impeldown war. Ist Impeldown eigentlich noch da? Ich glaube, Impeldown ist nicht mehr da, oder? Barry ist noch da. Barry ist noch da, theoretisch. Aber gut. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich werde die Tage auf jeden Fall nochmal ein Sun and Moon Video machen und ja, bis dahin. Tschüss!